so. Und einmal mehr dürfen wir an dieser Stelle sagen, was für eine Woche. Endlich wissen wir Deutschen, mit welchem amerikanischen Präsidenten wir demnächst TTIP zu Ende verhandeln. Mit The Donald, meine Damen und Herren. Dem blonden Gift. Ah, das wird super. Es ist ja so. Ich sag mal, nach den grandiosen Siegen bei den US-Vorwahlen diese Woche, wer soll den Mann jetzt noch aufhalten? Die verbleibenden Stimmen, die Donald Trump braucht, die wird er mit Sicherheit sammeln. Das Einzige, was passieren könnte, ganz salopp formuliert, wäre, dass er vom Blitz getroffen wird. Nein. Nein. Ja, komm. Keiner soll vom Blitz getroffen werden. Der Mann mit dem angetackerten Albino-Frettchen auf der Rübe hat wenigstens Ideen, ne? Er will zum Beispiel eine Mauer bauen. Wir Idioten haben unsere abgerissen. Und er ist, wie wir gerade wieder gelernt haben, ein ganz großer Freund der Pressefreiheit. Übrigens, ich hasse einige von diesen Journalisten da hinten. Aber ich würde sie nie umbringen. Ich hasse sie. Diese Leute da, ehrlich. Aber die würde ich nie umbringen. Oder mal überlegen. Das wäre toll. Stellen Sie sich das mal vor. Mr. President, sollen wir die Atomraketen starten? Nein. Obwohl, na. Dafür ist er strikt, und das spricht ja schon wieder für Trump, gegen TTIP. Das Freihandelsabkommen mit den USA, Sie haben es sicherlich verfolgt, steht gerade total auf der Kippe. Ist vielleicht am Ende. Weil die Greenpeace-Verräter den geheimen Verhandlungsstand geleakt haben. Die Irren. Jetzt wissen wir, wie viel Druck die Amis gerade machen, um ihre genmanipulierten Agrarprodukte auf unseren Markt zu drücken. Was Europa da genau droht, haben TTIP-Gegner gerade, man kann sagen, in einem einzigen Plakat sehr schön zusammengefasst. Ja, die schlechte Nachricht ist, wir sind der Vordere, meine Damen und Herren. Ja? Der passive Part. Der Empfangende. Ja. Ist alles geleakt worden, die Bürger sind sauer. Egal, ganz schnell und zügig zu Ende verhandeln das Abkommen, sagt die Kanzlerin. Das ist die Reaktion von Frau Merkel auf die Enthüllung. Denn es geht ja gar nicht nur um die deutschen Autobauer. Oh nein. Daher ermuntere ich auch die Kritiker von Freihandelsabkommen, noch mal genau nachzudenken, welche Chancen sich doch auch im Bierhandel ergeben. Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken. Da denken Sie mal drüber nach, wenn Sie noch nüchtern genug sind. Ne? Tatsächlich liegen USA und EU bei den TTIP-Verhandlungen wohl meilenweit auseinander. Ne? Aber wenn TTIP nicht kommt, wie soll es dann weitergehen? Ohne gemeinsame Standards. Die deutsche Autoindustrie ist inzwischen verzweifelt. Wir müssten das Dach neu konstruieren. Wir müssten in dieses kleine Auto müssten wir 8 Airbags integrieren können. Sonst könnte es in Amerika nicht verkauft werden. Okay, aber was ich nicht verstehe, warum baut Opel so wahnsinnig kleine Autos? Sind die eigentlich so klein? Man weiß es nicht. Eine überwältigende Mehrheit der Deutschen ist inzwischen ganz klar gegen das Freihandelsabkommen. Es geht hier um unsere guten deutschen Standards, Leute. Beim Verbraucherschutz und bei Arbeitnehmerrechten. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel für unsere tollen Standards. Die deutsche Fleischindustrie. Ja, die waren mal ganz üble Ausbeute, aber dann gab es ja letzten Herbst diesen Fleischgipfel bei Sigmar Gabriel. Ne? Ja, Mann, ich kann es nicht ändern, der hieß halt so. Albern, ehrlich. Und bei diesem Fleischgipfel haben die Wurstbarone versprochen, sich zu bessern in Sachen Ausbeutung. Großes Schweineschänder Ehrenwort. Selbstverpflichtungen sind in Deutschland in Verruf. Sie sind deshalb in Verruf, weil die Wirtschaft sie oft eingegangen und nicht eingehalten hat. Und stellen Sie sich vor, haargenau so war es auch diesmal. Verrückt. Einzige Veränderung, die armen Schweine, die für einen Hungerlohn unsere Schweine zerlegen, werden jetzt nicht mehr von ausländischen, sondern von deutschen Subunternehmern ausgebeutet. Viel besser. Die arbeiten zum Teil 17 Stunden am Stück in Doppelschichten. Die Vorarbeiter schüchtern die Leute ein. Zum Beispiel sagen die, wenn du jetzt keine Doppelschicht machst, dann werde ich deinen Kiefer brechen und dann kommt der Krankenwagen und holt dich ab. Immerhin, es kommt ein Krankenwagen. Ne?
deutsche Standards. So. Wir sind beim Fleisch, und das ist kein Spaß, die Ausbeuternation Nummer 1 in ganz Europa. Wir haben mit unseren Billiglöhnen hier sogar die Polen platt gemacht. Ich begrüße nun Sebastian Puffbaff vom Verband der deutschen... Sebastian Puffbaff vom Verband der deutschen Fleisch- und Knorpelhersteller, der offensichtlich gerade direkt von der Arbeit kommt, oder? Bitte? Ach so, die Schürze. Nein, nein, das ist nur so ein Hobby von mir. Entspannt mich einfach. Tiere zerlegen ist quasi mein Yoga. Na, ich sag ja immer, einmal am Tag musste was essen, was ein Gesicht hatte. Naja. Was zu knabbern, Herr Welke? Nein, danke. Oh, gucken Sie mal, gucken Sie mal. Oh, ganz frisch, das hat heute Morgen noch total niedlich geguckt. Ich glaube, es war ein Lämmchen oder ein Kalb. Riesige Augen, tolles Tier. Mal beißen. Nein, danke. Herr Puffbaff, ich habe gerade gelesen, deutsche Fleischkontrolleure schlagen Alarm. Sie sagen, sie können nicht mehr für die Qualität garantieren. Die sind so unterbesetzt, die haben pro Schwein jetzt nur noch 12 Sekunden Zeit. 12 Sekunden Untersuchung. Hören Sie mal, da können Sie als Kassenpatient doch nur von träumen. 12 Sekunden. Nee, nee, halten Sie mal 12 Sekunden die Luft an. Das ist lange. Ne? Was man da nicht alles nicht finden kann in so einem ollen Schweinekadaver. Eiter am Fleisch. In einem Schlachthof in Niedersachsen. Im Moment ist es so, dass etliche Abszesse in die Zerlegung gelangen. Oh, hör mal, und da packen Sie mir doch einfach noch einen Füllpfund Abszess obendrauf, ja? Und DJ Kreuzfeld Jakob legt auch noch auf. Sehen Sie, und deswegen bin ich auch gegen TTIP. Ja? Wir wollen kein amerikanisches Hormonfleisch auf dem Teller. Wir wollen deutschen Eiter. Ja? Da sind die ganzen Vitamine drin. Ah, es gibt eine EU-Verordnung, nach der dürfen unsere Kontrolleure das Fleisch nicht mal mehr anfassen, um es zu untersuchen. Natürlich nicht. Nur angucken, nicht anpacken. Kennen Sie doch von den Nutten an der Stange. Ja, ne, aber schön lästern über die USA, als ob deutsche Massentierhaltung so viel besser wäre. Im deutschen Schweinestall herrschen mittlerweile Zustände, ja, wie im Schweinestall. MRSA, die multiresistenten Keime. Eine Studie zeigt, MRSA finden sich in der Nase von 92% der Schweine aus konventioneller Haltung. Soll ich jetzt heulen oder was? Ja? Ja, dann sind da halt ein paar Keime in der Nase. Wen juckt's? Wer isst denn schon die Nase vom Schwein? Schweinenase? Och, da sage ich nicht nein. Dankeschön. Oh, guck mal. Übrigens, lustige Geschichte am Rande. Inzwischen haben auch 86% unserer Schweinebauern multiresistente Keime in der Nase. Gibt's demnächst bei RTL. Multiresistenter Bauer und Frau. Herr Welke, ich sag's Ihnen jetzt mal ganz deutlich. Dieses Verteufeln von Keim, das regt mich auf. Das muss man einfach mal als Impfung sehen. Da wird dem Verbraucher so viel Quatsch erzählt. Deswegen hat unsere Marketingabteilung jetzt auch ein Handygame entwickelt, um dagegen zu steuern. Das Spiel heißt Keimwill. Da muss man möglichst viele Schweine auf engstem Raum halten. Und damit die gesund bleiben, kriegen die ordentlich Antibiotika gespritzt. Dann werden die blöden Säue natürlich trotzdem krank und kriegen Geschwüre. Macht nichts. Wenn die erstmal in der Wurst sind, schmeckt das kein Mensch mehr raus. Oh, lecker. Ach, und da kommt der völlig verkeilte Bauer Heinrich. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo hat er sich denn die Keime geholt? Ich weiß es auch nicht. So ist das in der Eifel. Ja, ja. Herr Welke, altes Metzger-Sprichwort, ob Keim, Abszesse oder Eiter, wir Dummen fressen's einfach weiter. Ich fürchte auch. Sebastian Puffbaff, meine Damen und Herren, vielen Dank. Aber Hauptsache TTIP kommt nicht. Ne? In Deutschland ist ja alles top.
So, Freunde, es sieht leider nicht gut aus für unser geliebtes Projekt Europa. Ja, nur noch 7 Wochen bis zum Brexit. Ja, jetzt sind leidenschaftliche Europäer gefragt. Die Bundeskanzlerin zum Beispiel war diese Woche wieder beim sogenannten EU-Projekttag an einem Berliner Gymnasium. Und da hat ein kleines Mädchen ein Selfie mit ihr gewonnen, dachte sie zumindest. Und ich habe halt ein Selfie mit ihnen gewonnen. Ein Selfie mit mir? Ja. Und ist das Selfie schon gemacht? Nein. Ach so. Wer hat denn den Preis ausgeschrieben? Da haben sie mich gar nicht gefragt. Selfie am Arsch! Hä? Kannst ein Selfie mit Peter Altmaier machen, du! In 16 zu 9. Ja, sie kann einfach mit Kindern. Ne? Europa in der Krise. In der dicken Krise. Bestes Beispiel. Der EU-Türkei-Deal. Damit die Türken bloß die Flüchtlinge behalten, kriegen sie jetzt, diese Woche gab es grünes Licht, die Visafreiheit. Ja, 72 Bedingungen müssten sie dafür eigentlich erfüllen. Aber gut, da ist auch viel unwichtiger Kleinkram dabei, wie Meinungsfreiheit und so ein Scheiß, mal ehrlich. Ne? Die Türkei ist halt keine ganz normale Demokratie. Diese Woche ist der Ministerpräsident zurückgetreten worden. Ja, das läuft bei denen so. Der wird gefeuert von Sultan Erdogan. Und dann muss er noch live im Fernsehen sagen, wie geil er den findet. Ich werde meine Loyalität zu unserem Präsidenten bis zu meinem letzten Atemzug halten. Ich werde kein schlechtes Wort über ihn verlieren. Seine Ehre ist meine Ehre. Alter, ich schwöre. Ich liebe den Mann. Und ich finde, er hat einen viel schöneren Schnurrbart als ich. Ich würde für ihn sterben. Moment mal, hier steht, ich werde für ihn sterben. Naja, ganz normale Demokratie. Durch wen wird der Herr Davutoğlu denn jetzt eigentlich ersetzt? Als möglicher Nachfolger ist auch Energieminister Berat Albayrak im Gespräch, Erdogans Schwiegersohn. Ja, Entschuldigung, seine Tochter konnte er ja nicht nehmen. Die ist eine Frau. Ne? Nee, ist echt ein super Partner für die EU, für diesen Deal. Heute ist auf einen regierungskritischen Journalisten geschossen worden, zum Glück unverletzt geblieben. Das Auswärtige Amt hat jetzt sogar, und damit kommen wir zur Meinungsfreiheit zurück, eine explizite Warnung für deutsche Türkei-Touristen auf seine Homepage gestellt. Muss man das ernst nehmen? Habe ich neulich erst unsere Heute-Show-Reiseleiterin gefragt, die Monika Gruber. So, Frau Gruber, ich will, wie jedes Jahr, 2 Wochen Antalya, ne, irgendein 2-Sterne-Bums, aber all-inclusive, Fräulein, ne? Also Bacardi-Cola schon morgens zu Müsli und ganz wichtig, Kinderbetreuung, aber in einem anderen Hotel. Ja, sehr schön, Herr Welke. Da hätte ich noch was Schönes im Hotelresort Salmonella Palace. Ja. Zwei kleine Problemchen. Erstens, Bacardi ist bei denen im Wesentlichen Nagellackentferner. Das macht nichts. Premier. Zweitens, wir haben da jetzt eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt. Da heißt es, Zitat, es wird dringend davon abgeraten, in der Öffentlichkeit politische Äußerungen gegen den türkischen Staat zu machen. Zitat Ende. Also jetzt reicht's ja wohl. Wenn die Türken ihre Journalisten einsperren, bitte, aber ich sag doch, was ich will. Stimmt, das vergesse ich immer. Die meisten Deutschen fliegen ja für 300 Euro in die Türkei, um sich über Innenpolitik zu unterhalten. Oder warum gleich nochmal? Ja, wobei, auch hier muss man aufpassen, selbst einfaches Kotzen kann schon als Kritik an Präsident Erdogan verstanden werden. Ja, nee, ist klar. Was darf ich denn da noch sagen? Darf ich sagen, die Köfte schmecken scheiße? Sind Sie verrückt? Erdogan liebt Köfte, das weiß doch wirklich jeder. Sag mal, aber über das Wetter kann ich schon noch reden, oder? Natürlich, also wenn es gut ist. Ansonsten wäre es Kritik an der Türkei. Späßle. Nein, Herr Welke, Sie können selbstverständlich über alle möglichen Sachen sprechen. Sie können zum Beispiel ganz offen darüber reden, was unter Erdogan alles besser geworden ist. Damals gab es schlechte Straßen, jetzt vernünftige. Sie haben alles verbessert. Er hat einen Tunnel unters Meer gegraben. Wie macht er das? Wie macht er das? Er hat einen Tunnel gegraben, ganz allein, nur mit einem rostigen Eierlöffel. Dieser Teufelskerl. Haben Sie schon mal einen Tunnel gegraben? Nein. Sehen Sie, Herr Welke, das ist jetzt einfach die gerechte Strafe dafür, dass die EU in der Flüchtlingsfrage versagt. Müssen wir halt den Türken gehorchen. Und das Animationsprogramm wurde auch schon angepasst. In Ihrem Hotel gibt es jetzt täglich ab 15 Uhr Bogenschießen auf Journalisten. Ein Spaß für die ganze Familie. Und jeden Abend freuen sich schon alle am Pool auf Recep, den lustigen Erdohasen. Und alle machen mit. Erdogan, er ist der Größte.
den Knast. Da buche ich ja lieber 3 Wochen Bitterfeld. Monika Gruber, meine Damen und Herren. Wieder in mein Wort, das ganz. Lalala. Und Konfetti. Monika Gruber. Wo darf man noch seine Meinung sagen? So. Sehr wahrscheinlich haben Sie das gar nicht mitgekriegt, aber Frank-Walter Steinmeier, unser Außenminister, ist diese Woche ins afrikanische Mali geflogen. Und zwar, um sich mal persönlich anzugucken, wo bald 400 deutsche Soldaten wohnen. Experten sprechen beim Mali-Einsatz, dem geplanten, von einer, Zitat, robusten Operation, was übersetzt so viel heißt wie arschgefährlich. Ne? Hilft nichts, wir müssen da jetzt hin. Aber nicht um zu kämpfen, sondern um, was? Um dort Informationen zu gewinnen, ob sich gefährliche Situationen entwickeln, gegen die malische Streitkräfte möglicherweise einschreiten müssen. Möglicherweise vielleicht müssen irgendwelche Malinesen irgendwo einschreiten. Aber kein Kampfeinsatz der Bundeswehr. Ganz wichtig. Ein bisschen Aufklärung, leichte Hausmeistertätigkeiten, Fußpflege, sowas. In Mali sind in Wirklichkeit mehr Soldaten gefallen als bei jeder anderen UNO-Mission weltweit. Da schicken wir die jetzt hin. Sind denn unsere Soldaten wenigstens vernünftig geschützt in Mali? Zum Beispiel, sagen wir mal, durch Drohnen. Der Einsatz der unbemannten Heron 1 Aufklärungsdrohne wurde vom Verteidigungsministerium abgelehnt. Man habe nur 3 Exemplare und die würden schon in Afghanistan gebraucht. Rita, sag mal, haben wir noch Drohnen? Nee, die sind alle in Afghanistan. Haben wir nicht. Ja, ist kein Witz. Leider hat Ursula von der Leyen kein Geld für mehr als 3 Drohnen. Sie soll nämlich ganz viel für den, und jetzt kommt's, Cyberwar ausgeben. Ist wirklich wahr. Flinten-Uschi ist ab sofort Cyber-Uschi, Freunde. Ja, ja. Tatsache, beim Bund wird eine ganz neue IT-Einheit aufgebaut. Neue Waffengattung. Was muss die so können? Das Wichtigste ist, dass die Bundeswehr mit den Cyberfähigkeiten genauso arbeitet, wie sie in allen anderen Dimensionen auch arbeitet. Ach du Scheiße! Das wird ja heiter. Herzlichen Glückwunsch. Ja, der Cyberkrieg ist ganz nach Uschis Geschmack. Sie ahnen es, denn er klingt irgendwie cool. Und er lenkt so schön ab von Mali oder von Bundeswehreinsätzen an der russischen Grenze, die ja auch geplant sind. 13.500 IT-Experten will von der Leyen für die digitalen Kräfte, so werden die heißen, insgesamt anwerben. Und wir schalten jetzt mal live ins Hauptquartier der neuen Waffengattung, in die Super Mario-Kaserne in Potsdam, zu Tina Hausen. Tina, wie viele Computer-Nerds hat die Truppe denn schon angeworben da? Läuft's gut? Ja, Oliver, unglaublich, es läuft super. Hier im Musterungszimmer melden sich immer neue Nerds zum sogenannten EKG, also zum Eierkontrollgriff. Unter Deutschlands Computernerds hat es sich wie ein Lauffeuer rumgesprochen, dass einem hier eine echte Frau umsonst an die Klöten fasst. Das kennen die ja sonst gar nicht. Allerdings ist die Aufnahmeprüfung knallhart. Denn nur ausgewiesene Nerds kommen in die IT-Elite-Einheit, dem neuen Kampfgeschwader Angry Birds. Am Anfang steht der Fitnesstest. Eiserne Regel, wer es auf das Fahrrad raufschafft, ist zu fit für den Job und damit raus. Danach der Sehtest. Wer diesen Buchstaben noch lesen kann, hat zu wenig Dioptrien. F? Der Cyberkrieg darf nicht ohne Deutschland stattfinden. Deshalb hat Frau von der Leyen auch 3,6 Millionen Euro ausgegeben für ihre Werbekampagne. Für Plakate wie dieses hier. Deutschlands Freiheit wird auch im Cyberraum verteidigt. Ich hatte noch dieses Plakat vorgeschlagen. Stellungskrieg gibt's nicht nur bei YouPorn. Wollten Sie nicht haben? Naja, aber dafür ist der Kinospot ganz schön geworden. Der Krieg der Zukunft wird nicht mehr so geführt. Oder so, sondern so. Nimm das, IS. Sie sind die neue Generation deutscher Kampfmaschinen. Sie beherrschen die mächtigste Waffe der Welt. HTML. Vergessen Sie das A-Team. Hier kommt das Ad-Team. Also ich glaube, wir sind gerüstet für den Cyberwar. Wer weiß, vielleicht wird das der erste Krieg, den Deutschland mal gewinnt. Wäre doch schön. Ich vertraue unserer Bundeswehr, ehrlich. Wenn man sieht, wie unsere Hubschrauber und Gewehre funktionieren,
Was soll da schiefgehen? Hier zum Beispiel. Dieser hochmoderne Commodore-Rechner. Der wurde heute nach nur 30 Jahren Planung ausgeliefert. Leider ohne Stromkabel, aber komm. Egal. Oh, die haben jetzt Internet. Hallo? Ich bin so stolz, Deutscher zu sein. Tina Haus, meine Damen und Herren, vielen Dank. So. Warte mal. Irgendein Thema hatten wir noch. Was war das? War irgendwas Kleines zum Schmunzeln hinten raus. Ach, der AfD-Parteitag. Natürlich. Unter dem Parteitagsmotto Heiter bis völkisch hat die Alternative für Deutschland erstmals ein Programm verabschiedet. Das fand ich super, bis ich es gelesen habe. Die Frage ist ja, was verbindet jetzt die AfD-Anhänger, diesen bunten Haufen? Wir stellen fest, es verbindet sie eine, sagen wir mal, gewisse Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation und eine große Sehnsucht nach früher, als Deutschland noch sauber war. Also weg, ich sehe, das findet breite Zustimmung im Saal. Vom links-rot-grünen verseuchten, man könnte auch sagen, leicht versifften 68er Deutschland. Mach richtig durchkärchern, die versiffte Drecksbude, du! Das einzig rot-grün versiffte, was ich da in Stuttgart gesehen habe, das waren die Klamotten von Frauke Petri. Wenn Guido Maria Kretschmer das Outfit sieht, der bringt sich um. Sie kann es tragen. Und wo wir eh gerade bei Modeverbrechen sind, die AfD will Burkas verbieten, Minarette auch. Und wenn Sie sich jetzt neunmal klug fragen, warte mal, verstößt das nicht irgendwie gegen das Grundgesetz? Einerseits ja, andererseits na und? Der Islam ist bei uns fremd und deshalb kann er sich nicht im gleichen Umfang auf die Religionsfreiheit berufen wie das Christentum. Das heißt, scheiß aufs Grundgesetz. Ne? Ja, in Deutschland bestimmt immer noch die normale christliche Mehrheit, für wen die Grundrechte gelten und für wen nicht. Ist doch klar. So ist das in der AfD-Welt. Minderheiten dürfen zwar, sagen wir mal, existieren, müssen aber ganz kleine Brötchen backen. Das gilt übrigens auch für Homosexuelle. Deswegen heißt es ja im neuen Programm, Zitat, unsere Kinder dürfen in der Schule nicht zum Spielball der sexuellen Neigung einer lauten Minderheit werden. Ja, man versteht in der Schule sein eigenes Wort nicht, so laut sind die Schwulen. Es kann doch nicht sein, dass... Dass man immer wieder etwas Neues sucht, um auch Kinder schon von klein auf zu verunsichern. Zum Beispiel, welches Geschlecht sie jetzt gerade haben in dem Moment. Lara, du bist heute der Alexander, basta! Ne? Im Moment... Welches Geschlecht sie in dem Moment haben. Sie sind zu Recht begeistert, meine Damen und Herren, im Studio. Sie merken es auch, der weiße Hetero schlägt endlich zurück. Ne? Kleiner Wermutstropfen vielleicht. Sie wissen, wir suchen immer das Haar in der Suppe als alte Freunde der AfD. Viele Punkte in Ihrem Programm konnten in Stuttgart gar nicht richtig diskutiert werden. Also manche konnten gar nicht diskutiert werden, denn es war einfach zu wenig Zeit. Wir sollten bitte nicht unsere Zeit damit verschwenden, darüber abzustimmen, ob wir über etwas abstimmen. Denn dann könnten wir auch darüber abstimmen. Ja, Sie, nein, Sie nicht. Sie haben sich nicht zur Geschäftsordnung gemeldet. Der Herr im blauen Pullover, zügig. Denn es ist 12 Uhr, wir haben immer noch nichts gemacht. Nein, wir hatten gerade eine Gegenrede. Nicht noch eine Gegenrede, jetzt habe ich die Nase voll. Wir haben 12:45. Dann kommen wir eben zu etwas weniger inhaltlichen Dingen. Nein, Sie müssen Ihren Text richtig lesen. Entschuldigung, okay. Sie haben nicht das Wort, junge Frau. Bitte. Danke. Ja, so geht Basisdemokratie. Ja. Nur so geht Basisdemokratie. Im Grunde ist das AfD-Programm sogar etwas gemäßigter geworden als befürchtet, weil sie ihre Delegierten in manchen Punkten gar nicht gefragt haben. Besser ist das. Wobei, bleiben wir fair, es durfte im Prinzip schon jeder ans Mikro. Nein, das ist scharf nicht in Parteitag hier in Axt, oder? Das ist... Mein Thermada drehen von 60 Millionen Bevölkerung. Dafür, diese Partei hat eine Vorreservierung, Volksinitiative und das Rief zusammen bringt uns Volksabstimmung.
Ich habe nur verstanden, Fock-Abstimmung. Ja, im Anschluss an diese Wortmeldung wurde der Mann übrigens abgeschoben, aber das nur wurde so beschlossen. Ebenfalls fordert die AfD einen, und ich zitiere wörtlich, unverkrampften Patriotismus. Und das finde ich sehr gut. Jetzt wirklich. Ja, warum denn nicht? Auch in Alltagssituationen einfach mal unverkrampft patriotisch sein. Hier, was weiß ich, mittags, wenn man sich nebenan einen Döner holt. Einigkeit und Recht und Freiheit. Auf der Toilette natürlich. Für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben. Und privat zu Hause. Blühe deutsches Vaterland. Schlimme Bilder, aber wir wollten sie unbedingt zeigen. Keine Frage, auch das gehört zur Wahrheit. Am Aufstieg dieser Partei ist natürlich nicht zuletzt die Kanzlerin schuld, weil sie den politischen Diskurs im Land über Jahre böswillig eingeschläfert hat. Nur wie jetzt umgehen mit der immer stärker werdenden AfD? Ich weiß es nicht, aber dafür Dietmar Wischmeier. Wischmeiers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. So, jetzt ziehen wir mal alle ganz langsam den Föhn aus dem Arsch und beruhigen uns wieder. Ja, die AfD ist ein rechter Pöbelhaufen und ihr Programm ist albern und peinlich. Logisch, sonst wäre es ja nicht von der AfD. Und nein, die AfD ist keine Schande für die Demokratie, sondern der Beweis, dass sie funktioniert. Denn Demokratie heißt, aufgepasst, das versteht jetzt nicht jeder auf Anhieb, Demokratie heißt, auch mit den größten Arschlöchern friedlich zusammenzuleben. Jeder Hans Wurst darf bei uns Lehrer oder Politiker werden. Dagegen sind 15% AfD-Wähler doch ein vergleichsweise harmloses Bekenntnis zur eigenen Doofheit. Finden wir uns damit ab. Spießig ist das neue Hip. Und das Anti-Establishment sieht heute aus wie bei Madame Tussaud nach einem Wasserschaden. Hier, das leider unverschleierte Wesen in der weißen Burka ist die AfD-Vor- und Nebendenkerin Trixi von Storch. Der ausgestopfte Storch neben ihr, der reizende Gatte, und das Geflügel drumherum verkörpert Anstand und Ordnung. Bravo! So sehen heute also unsere Revoluzzer aus. Ich bin kurz vorm Würfelhusten. Da sehnt man sich ja fast nach den verlausten Zotteln früherer Antibewegungen. Ja, jetzt sind die Grünen da. Ja, jetzt sind die Grünen da. Ja! Ich hab's kapiert. Meine Fresse. Lebende Flokatis tanzen ihren Namen. Aber selbst die Grünen sind inzwischen ein fester Bestandteil unserer Demokratie, ob man es mag oder nicht. Und der rechte Bodensatz gehört genauso dazu wie der Fußpilz zum Badegast. Ist er einmal da, wird man ihn nie wieder los. Plumpes Beschimpfen bringt jedenfalls gar nichts. Du musst dich argumentativ mit denen auseinandersetzen. Dieser Petri-Fan macht's vor. Ich bin in beiden deutschen Staaten aufgewachsen. Ich möchte, dass dieses Land eine gute Zukunft hat. Und siehst du, da waren doch schon ein paar sehr schöne Argumente dabei. Weiter so. Wischmeiers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Dietmar Wischmeier, meine Damen und Herren. Wie umgehen mit der AfD? Sie ist gekommen, um zu bleiben. Sie haben es gehört. Wischmeier rät zu mehr Gelassenheit. Und auch unser Mann auf dem AfD-Parteitag, das ist kein geringerer als Lutz van der Horst, versucht es mal mit einer völlig neuen Herangehensweise. Jahrelang haben wir die AfD kritisiert. Und was hat's gebracht? Zweistellige Werte. Das bringt doch alles nichts. Deshalb probiere ich es jetzt mal andersrum. Mit Lob. Vielleicht kriege ich es ja so kaputt. Du bist der hellste Punkt an meinem Horizont. Merci, dass es dich gibt. Ich finde die AfD super. Und ich finde sie super. Ich finde ihr Jackett super. Ich finde Ihre Frisur super. Sie sind ein super Typ. Danke. Hören Sie das öfter? Nein. Komisch. Brauchen wir nicht auch Restlaufzeiten für Moscheen? Dass man sagt, da ist irgendwann auch mal Sense? Wir haben schon genug. Bitte? Wir haben schon genug Moscheen. Ja, eben. Weil es langt. Ja. Ich habe nichts gegen Moscheen eigentlich, ne? Aber es langt. Es langt. Ja.
Obwohl, dann haben Sie ja eigentlich schon was gegen Moscheen. Nee. Also. Frau von Storch, ich möchte Ihnen ein Geschenk machen, eine rutschfeste Maus, damit Sie nicht wieder abrutschen von der Heute-Show. Das kann ich nicht annehmen, das ist einfach zu großzügig. Und das ist jetzt auch noch mit GZ-Gebühren bezahlt, nehme ich an. Oh Gott. Ich bin Verschwendung, ja. Verschwendung! Fragen Sie mal Ihre Frau Merkel. Wieso denn meine eigentlich? Das ist doch Ihre Frau Merkel. Wieso denn meine? Das wissen wir doch. Wie Sie Partei nehmen, gerade als ZDF. Ja, gut, stimmt. Ja, es ist meine. Ja, gut, okay, ja, doch. Okay. Und das ist nicht Ihre Kanzlerin? Auf keinen Fall. Ja. Schon seit Jahren nicht, ja? Ja. Die müsste eigentlich kaserniert werden, ja? Ja. Die sollte die letzte Gelegenheit nutzen, bei freiem Geleit das Land zu verlassen. Oh Gott, was passiert sonst? Ja, sonst kommt sie nicht mehr raus. Fragen Sie doch mal Ihre Kanzlerin. Sie schaltet die Atommeile ab. Ja. Aber ich als Bürger und auch Sie wissen nicht, wie viele amerikanische Atombomben in Bitburg oben lagern. Ja, ich weiß, es sind 28. Glauben Sie das oder wissen Sie? Nein, ich kenne doch die Frau Merkel, ist doch meine Kanzlerin. Es sind 28. Hast du gefragt? Ja, ja. Also, ehrlich? 28. Sie sagen ja die Wahrheit, Sie lügen ja nicht, ne? Das ist ja richtig. Gut. Du bist das Rettungsboot auf meinem Ozean. Du bist der Wirbelsturm in meinem Wasserglas. Du bist in meiner Winterzeit der Sonnenstrahl. Merci, dass es dich gibt. Herr Poggenburg, Sie sind jetzt Oppositionsführer. Hätten Sie diesen Titel auch gerne ohne Opposition? Nein, hätte ich nicht. Es gibt eine historische Wahrheit, die in Teilen von der hier volkspädagogischen Geschichtsvermittlung abweicht. So mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wir haben nicht angefangen? Ich weiß jetzt nicht, das gibt unterschiedlichste Meinungen. Anfang meinen Sie jetzt 1939 den Krieg. Ja, da hat mal ein jüdischer Wissenschaftler gesagt, es kommt nicht darauf an, wer den ersten Schuss abgibt, sondern wer den gezwungen hat, den ersten Schuss abzugeben. Hält Gott seine Hand über die AfD? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass er sein Land, seinen Segen über Deutschland gibt und uns auf den rechten Weg führt, damit wir... Auf den rechten Weg? Uns auf den rechten Weg. Aber da sind Sie schon? Bitte? Ja, ich glaube, wir sind auf gutem Weg. Zum Beispiel jetzt sich auf Bismarck beruft, das geht nicht. Bismarck war ein Mann seiner Zeit. Der mit dem Hering? Der mit dem Herrn Otto von Bismarck. Ach so. Ja, ich, sagen Sie mal, wollen Sie mich veräppeln? Nein, das war jetzt nur gerade so eine Idee von mir. Nein, also jetzt lassen Sie das. Nein. Wer Otto von Bismarck nicht kennt, der sollte sich nicht mit Geschichte befassen. Also das möchte ich Ihnen sagen. So, danke schön. Nein, es war ja nur, es gibt ja auch den Hering, das meinte ich nur. Ja, ich meine ja nicht, den kenne ich ja. Mit dieser Geschichtsfrage zu tun. Nichts. Ich sage ja nur, es gibt den Bismarck-Hering. Ja, danke schön. Ja, nein, ist ja kein Problem. Nein. Ich meinte nur, es gibt auch den Bismarck-Hering. Ich meine, klar kenne ich. Es ging nicht. Es ging ja nur darum. Klar kenne ich Otto von Bismarck. Es gibt ja auch den. Ihr kennt doch den Bismarck-Hering, diesen eingelegten. Ich kenne den. Lutz van der Horst. Und das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, schönen Abend.